Gib's auf, Littlefoot. Niemand kommt dadurch, Schätzchen. Zera schon. Aber sie ist ja nicht hier. Es ist hoffnungslos. Jetzt lass deinen Kopf nicht hängen, Littlefoot. Ich hatte eine Schwester, die sagte immer, wenn es am dunkelsten ist, dann musst du nach dem Licht suchen. Es sei denn, es ist zu dunkel, um danach zu suchen. Du verstehst das nicht. Meine Freunde sind nur hier, weil sie mir helfen wollten, meinen Papa zu finden. Und jetzt kann ich ihn nicht mal retten. Was ist denn mit deinem Papa passiert? Er wurde von einem Erdrütteln erwischt, als der Feuerberg explodiert ist. Naja, also das sagt Fuchtel-Army. Fuchtel-Army? Oh, ich kenne auch einen Fuchtel-Army. Bewegt er sich so? Ja, das ist er. Er kam mit der Herde von meinem Papa. Sie sind alle gekommen. Nur mein Papa nicht. Oioioi. Heißt dein Vater vielleicht Bronn? Ja, Etta! Oh, Schätzchen, ich war dort am Feuerberg. Was ist passiert? Bitte sag's mir! Na schön. Aber es wird dir nicht gefallen. Der Feuerberg bebte und polterte. Ein Unheil lag in der Luft, alle spürten es. Aber ein Langhals wusste, was zu tun ist. Und das war dein Papa. Er befahl der Herde, den Berg hinunterzulaufen, so schnell wie es ging. Aber der Feuerberg wartete nicht, bis sie unten waren. Ich habe es selbst nur knapp geschafft. Dann ist jemand hingefallen. Ich glaube, es war Fuchtel-Army. Dein Vater lief zurück, um ihn zu retten. Und dann passierte es. Es gab eine Explosion. Und dein Vater wurde von den anderen getrennt. Das war das letzte Mal, dass ich ihn gesehen habe. Typisch mein Papa. Er würde niemanden im Stich lassen. Selbst wenn er dabei sein eigenes Leben riskiert. Ich denke, genau das macht man für seine Herde.